Die Hansestadt Wismar blickt auf eine lange Geschichte zurück, wurde 2002 mit seinem alten Hafen Weltkulturerbe und ist heute Sitz zahlreicher großer Unternehmen, wie zum Beispiel die Werft Nordic Yards. Auch die IG Metall ist hier stark vertreten und höchst aktiv. Mitte September organisierte die IG Metall Verwaltungsstelle Lübeck-Wismar ihr erstes Fußballturnier. Ja, wir haben Firmen, die direkt eine Firmenmannschaft gestellt haben, wie Lia, wie Nordic. Wir haben gemischte Gruppen. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die hier im Flüchtlingsheim wohnen, die jetzt hier in Wismar angekommen sind. Die haben wir eingeladen. Die sind jetzt hier mit 10, 12 gekommen, wollen auch mitkicken. Und das ist das Wichtige, diese Zusammenkunft auch zu organisieren. Und dann wird natürlich auch noch das ein oder andere gemeinsam gegessen, getrunken. Das ist wichtig, einfach diese Kontaktmöglichkeiten auch zu geben. Was wäre dazu besser geeignet als ein Fußballturnier? Und es geht dabei immer auch darum, Zeichen zu setzen. Demonstrationen, Diskussionen, das ist das eine, aber mal so zusammenzukommen und damit auch ein Zeichen setzen, Sport, Freizeit, Privates und IG Metall und Zukunft zusammenzubringen, das ist die Idee dahinter. Doch der Weg von der Idee bis zum durchgeführten Projekt ist oft lang. Und wenn er erfolgreich sein soll, müssen ihn viele gemeinsam gehen. Es reicht einfach nicht aus, dass nur die Parteien das machen, sondern auch, dass die gesamte Gesellschaft da in den Vordergrund sich stellen muss und sagen muss, wir alle zusammen wollen was machen, können nur was zusammen machen. Denn alleine, wir merken das immer selber, geht es einfach nicht. Und gerade bei uns in Wismar ist es ja auch so, oder auch in der Region, dass wir mit der Ausländerproblematik nie etwas zu tun hatten. Also es gibt einfach zu wenig Ausländer bei uns. Das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, 2,1%. Wir brauchen mehr Farbe im Spiel sozusagen. Wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen eine bunte Gesellschaft. Und dazu ist es einfach nur notwendig, dass viele, viele Menschen hier zu uns kommen auch und die Gesellschaft einfach bereichern. Die Motivation, sich gegen Rassismus und Intoleranz einzusetzen, kann die verschiedensten Gründe haben. Auch Turnierorganisator Bastian Chesney kennt viele gute Gründe, sich zu engagieren. Ich finde das extrem wichtig. Ich komme hier aus Wismar, ich arbeite hier bei Shuttle und ich werde hier jeden Tag, ob es bei Facebook ist oder ob es in meinem Freundeskreis ist oder selbst in meiner Umgebung, ganz oft mit jetzt noch mehr Flüchtlinge und jetzt, der sieht anders aus, der ist schwul, der ist lesbisch oder die ist lesbisch und damit wird man ganz oft konfrontiert. Respektbotschafter Markus Urban war eigens aus Berlin angereist, um die Veranstaltung zu begleiten und aktiv für mehr Respekt in unserer Gesellschaft zu werben. Das Reden bildet natürlich und bringt die Leute zum Denken. Das Denken bringt die Leute ins Handeln und letztlich dann zum Verändern. Und das verändert insgesamt, wenn das viele machen, die Gesellschaft. Respekt ist immer ein Thema. Wenn ich vor mir selber keinen Respekt habe, kann ich auch nicht vor den anderen haben. Das heißt im Umkehrschluss, Respekt vor den anderen ist Respekt vor mir selbst.